Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea von Stümmel & Co. und ich habe heute eine Funfold-Karte, eine etwas andere Grußkarte. Man kann sie aufstellen und aufklappen, ja? Ihr habt auf der Rückseite Platz für eure persönlichen Grüße. Sie passt in einen Umschlag und ist einfach mal ein bisschen was anderes. Und ihr seht schon, ich habe brandneue Produkte aus dem bald aktuellen Mini-Katalog verwendet, welche ich euch ganz kurz vorstellen möchte. In den Katalog darf ich euch noch nicht blicken lassen, aber die meisten von euch haben den Mini-Katalog schon und ihr findet diese Serie auf Seite 8 und 9 im Mini-Katalog. Eine Handstanze mit dem passenden Stempelset und ich finde die Herzen super schön, weil sie einfach mal ein bisschen andere Formen sind. Schön geschwungen, macht es echt aus, dass es einmal ein Unterschied ist, hatten wir noch nicht. Dann gibt es dazu Designpapier in 6x6 und zwar sind es die rustikalen Karos. Haben auf der einen Seite Babyblau und Minzmakrone und vorne drauf ist es dann in Blütenrosa und in, dass ich es richtig sage, Sommersorbet. Und dann gibt es natürlich auch noch ein 12x12 Papier dazu, was wirklich super schön ist und man kann halt einfach beide ganz toll miteinander kombinieren. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit der Karte. Ihr braucht einen Bogen Grundweiß und euren Papierschneider selbstverständlich. Den schnappt ihr euch. Ich lege meine Karte mal kurz zur Seite. Ich habe schon ein bisschen vorgeschnittenes Designpapier, aber wie immer schreibe ich euch alles in die Infobox. So. Ihr habt euren Bogen Grundweiß und wir benötigen für die Grundkarte 15x20,5. Könnt man jetzt mittig schneiden, ja, weil es hier ausreichen würde, hier mit 21. Aber wir brauchen noch einen langen Streifen, deswegen schneiden wir uns von der 21 oben, ja. Die legen wir uns an und schneiden uns hier 15 cm ab. Den brauchen wir noch. So, jetzt haben wir hier 15 cm abgeschnitten, legt die lange Seite oben an und wir falzen bei 5 cm. Wir falzen bei 10 cm und wir schneiden bei 20,5 ab. 15 mal 20,5 gefalzt bei 5 und bei 10 cm. Das legt ihr euch jetzt zur Seite. Jetzt kommt der schmale Streifen zum Einsatz, den wir gerade abgeschnitten haben. Den legen wir uns an und falzen bei 6,5, 17, 22 und schneiden uns das Ganze bei 27 ab. Hier könnt ihr euch noch einen kleinen Anhänger machen, also Tag. Etikett für euren Spruch vorne drauf. So, das legen wir auch zur Seite. Dann haben wir hier noch ein Stück über. Und zwar hat es eine Breite von 9,3. Das passt optimal. Und da schneiden wir uns jetzt einfach 5 cm von ab. Das sind unsere drei Teile, die wir für die Karte brauchen. Den Rest legt ihr zur Seite. Da könnt ihr stempeln und ausstanzen und euer Etikett machen. Ich habe das Designpapier schon vorgeschnitten und ich lege mir hier die Grundkarte hin. Die falze ich mir einmal durch. Ich klappe sie zu und mache sie einmal auf. So. Dann kommt auf die große Fläche hier einmal Designpapier in der Größe 10,2 x 14,7. Ich habe jetzt hier die Babyblau- und Minzmakron-Variante gemacht und habe jetzt hier eben das Blütenrosa und das Sommersorbet. Und das klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber ein. Schaut, dass ihr schön mittig seid. Einmal anstreifen. Dann
gibt es hier zwei so lange Streifen. Die kommen hier dran. Den mittleren, den inneren, den lassen wir nochmal weg. Den brauchen wir später zum Abkleben. Die haben die Größe von, Moment, jetzt muss ich gucken, 4,7, weil ja hier 5 cm sind und hier sind wir auch 3 mm kleiner, also 14,7. 4,7 mal 14,7. Zweimal. Und wie gesagt, den einen legen wir zur Seite, wir kleben erst später den an. Einmal aufgeklebt. Dann lege ich mir das jetzt so zur Seite. Dann hatten wir das kleine Stückchen, was wir zum Schluss abgeschnitten haben, das 5 mal 9,3. Und hier brauchen wir 4,7 mal 9 obendrauf. Also da könnt ihr vom Design her nehmen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt einfach das Design gewählt, was auch an der Seite ist. Klebe ich mir hier auf. So, dann kann wieder ein Stück zur Seite und dann kommt das lange. Und zwar müssen wir da auf den ersten beiden Teilen. Da habe ich jetzt die Karos praktisch verwendet. Das Ganze ist 6 cm hoch. Das heißt, mein Papier ist 5,7 mal 4,7. Hier sind wir bei 10,2 in der Länge und auch 5,7 hoch. Und das kleine Stück kommt zum Schluss. Das klebe ich mir jetzt noch nicht auf. Das hat 5,7 mal 5,1. Wenn wir das Ganze erst einkleben, zeige ich euch. Jetzt klebe ich mir erstmal die Teile auf. Wie gesagt, ich schreibe euch die Maße alle in die Infobox, ist viel einfacher. Ich mache immer 3 mm weniger. Ihr könnt natürlich, wenn euch das zu wenig ist, auch einen halben Zentimeter abziehen, machen ganz viele. Ist mir dann immer ein bisschen zu viel, aber das ist einfach reine Geschmackssache. Und ein letztes. Und dann wird auch schon aufgeklebt. Jetzt holt ihr euch noch Klebeband. Das hatte ich auch gerade vergessen. So. Ich falte mir das Ganze nach. Ja, also das erste klappe ich um. Falte jetzt schön an. Und das geht zurück. Und jetzt zeige ich euch erst, wo wir einkleben. Also ihr legt es schön aufeinander. Muss unten bündig und an der Seite bündig sein. Dann klappe ich das praktisch auf und ich muss an der Innenseite hier mein Klebeband machen, ja, auf der Rückseite. Genau an der Kante. Fest anstreifen. Abziehen. Dann schließe ich mir das Ganze wieder, aber passt auf, dass er hier nicht klebt, weil ich es mir ausrichten will erst. Also noch nicht die Lasche nach unten, also die Faltung, sondern hinten und unten schön ausrichten. Dann halte ich es hinten fest und drücke es mir nach unten. Und schon klebt es hier dran. Heißt, ich klebe mir jetzt hier das Ganze hinten ab, dann sieht man nämlich auch das Aufgeklebte nicht mehr.
aus mit dem Aufkleben andrücken. Und dann haben wir hier das kleine Stückchen. Das passt jetzt hier noch schön dran. Schließen wir hier wieder. Ich habe hier schon ein bisschen ausgestanzt, aber ich habe noch auch ein bisschen was zum Ausstanzen. Ich habe mir die Blätter aufgestempelt. Die sind gleich auf einem Stempel, der hier gleich so doppelt ist, ja, dass er gleich beide Blätter auf einmal ausstanzt. Und genauso ist es hier mit dem Herz. Das stempelt ihr einmal auf. Ein Stempel, dann legt ihr das in eure Stanze ein. Eure Stanzen wie immer von der Rückseite her, damit ihr schön seht, wo es ausgestanzt wird. Und dann die Blätter das gleiche einlegen. Und wenn ihr es ausgemittelt habt, wenn es schön passt, stanzt man das Ganze aus. Ich habe schon ein bisschen was vorgearbeitet. Na? Und hole mir jetzt dieses kleine zum oben aufkleben und meine Dimensionals. Ich habe das Etikett schon ausgestanzt. Mag es jetzt nicht scharf stellen. Freundschaft ist Herzenssache, den Spruch finde ich richtig schön. Den habe ich mir da aufgestempelt und habe auch gleich mit so einem kleinen Herzchenstempel noch ein paar Herzchen obendrauf. Und das klebe ich mir jetzt auf. Und hier, das wird hier jetzt mittig aufgeklebt. Aufpassen, dass ihr nur hier klebt, ja? Ich nehme hier meinen Flüssigkleber und mache einfach im hinteren Teil ein bisschen Kleber. Schließe das Ganze und lege es mir auf, dass es mittig ist, ringsherum, dass das schön passt. Und dann könnt ihr mit eurem Flüssigkleber noch ein bisschen nachschieben. Dann klappt es auf jeden Fall. Und jetzt mache ich mir einfach die, platziere ich mir die Herzchen noch, dass die halt einfach hier unten drunter ein bisschen vorspitzen. Das heißt, ich mache im unteren Bereich ein Dimensional und schaue jetzt einfach, wo ich sie haben möchte. Ja, die können da ruhig rausspitzen. Ihr könnt hier auch längere Sachen aufkleben, wie Zweige, Blüten, die nach oben stehen. Und dann könnt ihr ja, wenn die hinten aufgeklebt werden, eventuell hinten auch noch abkleben, wenn ihr wollt. Dann haben die noch so kleine Blätter, die setze ich mir jetzt einfach noch mit unter. Wie gesagt, einfach einen Punkt, einen Kleber. Mal aufpassen, entweder zu viel oder zu wenig. Und dann habe ich hier noch ein Herzchen. Ihr könnt es natürlich auch innen, wie gesagt, aufsetzen noch, dass es hier noch rausspitzt. Oder oben dran, also wie gesagt, wo ihr wollt, ja. Und ich glaube, ich platziere es mir wirklich innen.
weil ich hier das Herz eben nicht überkleben möchte. Und dann mache ich einfach auf und klebe mir hier noch die Blätter. Wenn ihr die ankleben wollt, müsst ihr natürlich nicht. Wie ihr wollt. Ich hoffe, ich bin im Bild. Okay. Aber kleine Herzchen hätten wir auch noch. Ja, es passt gerade so, ne? Ich glaube, jetzt habe ich es fast zu weit. Kann man noch ein bisschen nachschieben. Genau, und die setze ich mir hier jetzt noch. Ich habe eben bewusst anders in Blütenrosa gestempelt, weil dieses Rote des Sommersorbet außen schon so viel war, das einfach ein bisschen absticht. So, und wenn ich mir das jetzt hier noch aufsetze. Habe ich hier oben auch gleich noch eins. Genau. Also ihr seht, hier könnt ihr euch echt austoben. Man kann sie schön aufstellen und ihr könnt auch hier noch gut nach oben in die Höhe dekorieren. Habt viel Spaß beim Nachbasteln. Ich bin gespannt, welche euch besser gefällt oder ob euch die Art der Karte überhaupt gefällt. Lasst es mich wissen. Zeigt mir eure Werke. Das Set, das ganze Produktpaket, die Reihe gibt es ab 5. Januar zu bestellen. Denkt dran, es ist Celebration, es gibt auch je 60 Euro noch tolle Geschenke. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, rührt euch gern bei mir, schreibt mich an. Ich bestelle euch natürlich gerne mit oder ihr nutzt einfach meinen Online-Shop. Habt lieben Dank, bis bald, tschüss!